So, gerade eben noch hier auf der Aero und schon sind wir in Bad Waldsee, yay! Ja, liebe Leute, warum habe ich, Depp, nicht gleich eine vernünftige Pilotenlizenz gemacht, zum Beispiel den Lappel oder den PPL-Schein, und mir gleich eine vernünftige Maschine gekauft, wo auch 4 Leute reinpassen? Es wird Zeit, dass wir diesem Thema ein eigenes Video widmen. Ja, hauptsächlich im Instagram über die Nachrichten oder eben im YouTube unter den Kommentaren wurde diese Frage mir so oft mittlerweile gestellt, dass es, denke ich mal, Zeit ist, dieses Thema anzugehen. Habe ich mit der Sportpilotenlizenz jetzt wirklich einen Fehler gemacht? Habe ich nicht weit genug in die Zukunft geschaut? Habe ich mich wirklich tatsächlich von anderen zu stark beeinflussen lassen? Und habe ich jetzt wirklich jede Menge Kohle verbrannt und bin schon nach 2 Jahren Scheinerhalt und 1,5 Jahren C42 Besitzer todunglücklich mit der Entscheidung, die ich damals getroffen habe? Ist die Erde vielleicht doch eine Scheibe und gibt es wirklich Leute, die den Wendler geil finden? Und warum werden Schiffe beim Einlaufen nicht kleiner und dürfen Vegetarier Schmetterlinge im Bauch haben? Und heißt es Muttersprache, weil der Vater nie zu Wort kommt? Fragen über Fragen. Ja, und auf all diese Fragen gibt es heute, wie ihr es gewohnt seid, die ungeschönte Antwort von mir. Aber wo fliegen wir überhaupt hin? Geil, oder? Genau da fliegen wir heute hin. Wir nutzen die Chance aus, um unser Englisch ein bisschen auf Vordermann zu bringen, das BZF1 nicht, sag mal, verfallen zu lassen, sondern immer schön up to date zu bleiben, auch in der englischen Sprache. Und da fliegen wir heute durch die Kontrollzone durch und machen heute einen richtig tollen Ausflug zusammen. Sonja ist auch mit am Start. Ich würde sagen, wir packen den Vogel zusammen und dann geht's los. Der Uniform Sierra abflugbereit, rollt auf und startet Piste 3-3. Los geht's. Los geht's. Ja Leute, es ist wie es ist. Die Sportpilotenlizenz ist eine Sackgasse, muss man einfach so sagen. Wenn du in deinem Leben ambitioniertere Vorhaben hast, außer ein Luftsportgerät zu steuern, dann wirst du auf kurz oder lang mit der Sportpilotenlizenz nicht glücklich werden, muss man einfach so sagen, weil wenn du später mal auf den Lappel oder auf die PPL umsatteln möchtest, dann wird dir für den PPL sowieso gar nichts angerechnet und ich glaube für den Lappel war es ein paar Theoriestunden, glaube ich, aber ist nicht der Rede wert. Du fängst also immer wieder von Null an und ja, muss quasi eine komplett neue Lizenz dir erwerben, die Zeit dafür aufbringen und eben auch den finanziellen Aufwand dafür betreiben. Außerdem muss man dazu sagen, ihr werdet mit der Sportpilotenlizenz, wie ich sie gemacht habe, niemals ein Flugzeug steuern, was eine höhere Abflugmasse als 600 Kilogramm hat. Außer die gesetzlichen Grundlagen ändern sich, das weiß man halt nicht, aber Stand aktuell 600 Kilogramm, mehr geht nicht und eben ihr dürft auch nicht mehr als eine Person, ein Passagier mitnehmen. So ist das. Ihr werdet auch nie bei Nacht fliegen dürfen, Stichwort NVFA. Das heißt, bei der bürgerlichen Dämmerung müsst ihr gelandet sein. Ihr werdet auch niemals die Möglichkeit haben, bei Wetter zu fliegen, die im normalen VFR-Flug verbieten würde. Denn wir fliegen nach Sichtflug, wir gucken aus dem Fenster, wenn wir was sehen, ist gut, wenn wir nichts sehen, ist scheiße. Und das ist auch so, also wenn das Wetter nicht passt, dann wirst du eben mit der Sportpilotenlizenz nicht abheben dürfen. Auch wird die Sportpilotenlizenz, die ihr in Deutschland erworben habt, im Ausland praktisch nicht anerkannt. Ne? Also klar, es gibt Länder, da darfst du mit deiner Sportpilotenlizenz und deinem deutschen UL darfst du einfliegen. Aber das war es dann aber auch schon. Ne? Das heißt, wenn du mit deiner deutschen Lizenz ein Flugzeug anderer Nationalität steuern möchtest, dann heißt es meistens Pech gehabt, weil es ist eine nationale Lizenz. Und das war's. Der Lappel, der ist ja europaweit, EU-weit gültig, ne? Und PPL ist weltweit gültig. Ich habe in Europa eine Maschine Charter mit seiner deutschen Lizenz, seiner deutschen UL-Lizenz, wird halt dann doch dementsprechend schwierig werden, ne? Ganz zu schweigen, mal rüber zu den Amis zu fliegen und einmal die USA von oben zu erkunden, das wäre schon geil, ne? Aber das ist halt auch nicht drin. Ja, das ist schon ganz schön öde jetzt, ne? Was ich euch alles aufgezählt habe, was man mit der Sportpilotenlizenz nicht machen darf. Da habe ich es euch ganz schön vermiest, ne? Aber so ist es halt, ne? Und ich habe es mir auch selber vermiest, ne? Ich meine, ich habe jetzt vor 2 Jahren den Schein gemacht und mir am Anfang schon angekündigt,
bereut man es nicht. Das werden wir später erfahren. Und ich würde sagen, wir melden uns wieder, wenn es heißt, say again, kurz vor der Kontrollzone Stuttgart. Sehen wir uns wieder. Bis dahin genießen wir den Flug. Das wird jetzt auch ganz spannend für mich werden, weil mein erster Flug so auf einem richtig großen Flugplatz, ne, in die Kontrollzone. Davor war ja Friedrichshafen und Memmingen. Beides sind halt kleinere Plätze, ne, da geht es ein bisschen gemütlicher zu. Heute ist da auch nicht viel Traffic, ne, ist ja die Hälfte gecancelt worden durch den Streik. Und jetzt müssen wir mal schauen, weil jetzt haben wir hier, der ist umgeben von Luftraum Delta, das heißt, müssen wir ein bisschen sinken. Da haben wir hier zwischen 4500 oder quasi unterhalb oder überhalb von 4500 Fuß beginnt der Luftraum Delta, das heißt, wir müssen etwas sinken, das ist jetzt bei 5500 Fuß, müssen wir schon mal drunter. Und nachher haben wir nämlich die nächste Stufe vom Delta-Luftraum, da müssen wir dann unterhalb von 3500 Fuß müssen wir runter. Wenn wir auf 3000 Fuß gehen und im Anflugblatt, wenn man sich darauf vorbereitet, steht das maximale An- und Abflüge eben 3500 Fuß hoch sein dürfen, weil eben dann oben drüber der Luftraum Delta beginnt. Und Einflug in die Kontrollzone heißt ja nicht gleich, dass ich in Luftraum Delta einballern darf. Ja Leute, was ich euch noch sagen muss ist, wir waren jetzt Mittwoch, Donnerstag und heute bis Mittag auf der Aero. Und ich muss sagen, Leute, ihr seid verrückt. Als ich letztes Jahr auf der Aero war, da hatte ich, weiß ich gar nicht, 300, 400 Abonnenten, ne? Da muss ich sagen, habe ich noch keinen Schwein erkannt, oder? Da, nein, kam eigentlich, da kam eigentlich keiner her zu mir. Sind alle nur zum Frank gerannt, wie die Bekloppten, ne? Und dieses Jahr, ich bin erst so richtig erschrocken, die ersten Mal, wo es heißt, Alex, hier, grüß dich. Und ich so, oh, was geht denn jetzt ab? Also muss ich schon sagen, fand ich wirklich cool von euch, dass ich doch wirklich so viel, ich weiß nicht, da waren bestimmt 30, 40 Leute, die da in den 2-3 Tagen, und ich war ja nicht immer da am Stand, sondern bin auf hier rumgelaufen, die sich da gemeldet haben und ja, sich vorgestellt haben und dass sie einfach meine Videos cool finden. Also klar, die Leute, die sie nicht cool finden, die kommen auch nicht vorbei und sagen, hallo. Aber die, wo eben da waren, die fanden die Videos cool und finde ich mega. Also großes Dankeschön an euch für dieses tolle Feedback, so das erste persönliche Feedback eben. Und fand ich mega. Hat mir echt Spaß gemacht und motiviert eben auch weiter schöne Videos zu machen, so wie heute. Stuttgart Tower, Delta Mike Zulu Uniform Sierra, hello. Delta Mike Zulu Uniform Sierra, grüß Gott, was gibt's? Delta Mike Zulu Uniform Sierra, Charlie 42 Micro Light 2 POB, 5 minutes south of Sierra, VFR, Echo Delta Mike Zulu to Echo Delta Mike Zulu. Is it possible to enter control zone via Sierra for low approach and exit via Lima or Oscar? Delta Uniform Sierra, of course it is possible to report Sierra next. And later on you have to decide if you like to leave via Lima or Oscar, that's up to you. Uniform Sierra next reporting, Sierra, thank you. So, man hätte natürlich noch ein bisschen was besser machen können, was mir aufgefallen ist. Ja. Ich hätte die Höhe noch sagen müssen können, wie hoch ich denn bin, habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat er mich verstanden und es war okay. Weil man musste halt reinwachsen, das ist dasselbe, Leute. Delta Uniform Sierra, Sierra 2800 feet. Delta Uniform Sierra, enter Control Zone, join right traffic, circuit runway 07. Delta Uniform Sierra, enter Control Zone, join right hand traffic, circuit runway 07. Delta Uniform Sierra, haben Sie sich schon entschieden, wo Sie nach dem tiefen Flug ausfliegen möchten? Uniform Sierra, Oscar. Oscar ist notiert. Dann stand by for right base. You are planned behind Airbus 319 on currently 8 miles final. Uniform Sierra, stand by for right base. Okay, jetzt gehen wir quasi in den rechten Gegenanflug. Und wir sollen stand by for right base. Also wir dürfen nicht in die right base reinfliegen, ohne dass Ernstes freigibt. Okay, jetzt also warten auf die Eurowings-Maschine. Mike 1 Fox X-Ray, there is traffic, an ultralight in your 1 o'clock position on right downwind will follow behind. In 070 degrees, 6 knots, runway 07, clear to land. Yeah, traffic auf dem T-Cross and clear to land, 07, Eurowings 1 Fox X-Ray. Geil, der hat das auf dem Radar gehabt. Ja. Delta Uniform Sierra, traffic Airbus 319, on your 2 o'clock position, report in sight. Delta Uniform Sierra, traffic in sight. Delta Uniform Sierra, follow as number 2, caution wake to land.
Uniform Sierra, follow us number 2, wait, caution for my turbulence. Doch super. Ja, Wahnsinn, du bist Nummer 2 jetzt hinter dem Airbus. Delta Uniform Sierra, after low approach, leave control, so via Oscar Reiter and approved, wind 080 degrees, 5 knots, cleared low approach, runway 07. Delta Uniform Sierra, cleared for low approach, runway 07, Reiter and approved, leaving via Oscar. Was beschäftige. Ah ja, schön, hat gut geklappt, doch. Ja. Delta Mike Zulu Uniform Sierra, approved to leave frequency. Schönes Wochenende, ciao. Delta Uniform Sierra, approved to leave frequency. Dankeschön, ciao. Ja Leute, hab ich mir damals vor 2 Jahren wirklich all diese Faktoren, die ich vorher genannt habe, ausgeblendet und trotzdem die Sportpilotenlizenz gemacht und damit voll ins Klo gegriffen? Nein. Doch. Nein. Also nochmal Leute. Die Idee zu dem Video, die entstand ja eigentlich durch die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe auf YouTube, auf meinem Kanal und eben auch per Instagram und per E-Mail habe ich sogar auch welche bekommen. Ja, warum ich denn eigentlich mir nicht eine vernünftige Maschine gekauft habe, eine vernünftige Pilotenlizenz gemacht habe und das kann man die ganze Familie mit in den Flieger reinpacken, die Oma lacht auch noch dazu und die Schwiegermama und dann kann man auf die Bahamas fliegen, ne, und warum denn auch nicht, ne? So. Oder so ähnlich waren eben dann auch die Kommentare, warum ich mir nicht einen Viersitzer gekauft habe und so weiter und so fort. Aber selbstverständlich habe ich alle diese Punkte, diese Aspekte mir im Vorfeld natürlich betrachtet. Das alles Negative, was ich aufgelistet habe, natürlich war mir das nicht unbewusst. Ne? Ich habe mich dann natürlich im Vorfeld schon sehr, sehr lang darüber informiert, was denn eigentlich so das Richtige ist, was will ich denn im Leben überhaupt mit der Fliegerei. Von dem her jetzt mal Butter bei die Fische. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was das für mich damals bedeutet hat, vor 2 Jahren, dass ich die Sportpilotenlizenz, nur die Sportpilotenlizenz machen darf und mir ein halbes Jahr später ein eigenes Flugzeug, eine eigene C-42 zu kaufen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Für mich ist es einfach absolut verrückt, die Eintore aufzuschieben, sich in mein Fliegerchen reinzusetzen, ne, und die Kiste anzuschmeißen und einfach loszufliegen. Total verrückt nach wie vor. Ja, hallo Leute, also mir wurde es fast 20 Jahre lang verwehrt zu fliegen. Ich habe mit dem Segelfliegen angefangen, das wissen jetzt die wenigsten, Segelfliegen angefangen und musste dann irgendwann aufhören. Und es waren 20 Jahre lang, waren bestimmte Requirements, sage ich mal, in den Medical-Zulassungen geschrieben, die eben für mich dann ein ausschlaggebendes, also ein K.O.-Kriterium waren. Und das wurde eben jetzt vor ein paar Jahren, wurde das erst geändert. Und seitdem darf ich quasi jetzt die Sportpilotenlizenz machen. Und ich hätte sogar theoretisch das PPL jetzt auch machen dürfen, weil ich jetzt Medical 1 habe. Aber das war mir das 20 Jahre lang war mir das verwehrt. Aufgrund einer Bürokratie. Und jetzt wurde es mir eben zugänglich gemacht. Von dem her, also unbeschreiblich, Leute. Selbst wenn ich nur hätte einen 120 Kilogramm Ulf fliegen dürfen, wo nur ich reinpasse, dann hätte ich die Lizenz gemacht und hätte den Vogel geflogen. Ne? Also für mich absoluter Traum, dass ich jetzt sogar zu zweit fliegen darf, ne? Selbst das ist möglich jetzt. Und allein das ist schon für mich unvorstellbar, ne? Muss das mal in den Kopf rein, dass man sowas überhaupt machen darf, ne? Ja, ich bin halt ein absoluter Schönwetterflieger, muss man sagen, ne? Das heißt, was ich vorher alles genannt habe, ich will gar nicht bei Nacht fliegen, ne? Ich will gar nicht fliegen, wenn das Wetter eigentlich BFA gar nicht zulässig ist. Ne? Ich will eigentlich auch gar nicht, ja, ich will mit der Familie fliegen, klar, aber ich, für mich ist das mit 2 Personen, boah, das ist ganz schön bockig hier, für mich ist mit 2 Personen eigentlich völlig ausreichend, ne? Ich will das eigentlich gar nicht. Für mich, meine Ansprüche sind mehr als nur übertroffen. Hätte ich mir nie vorgestellt, dass das überhaupt mal so kommen könnte. Und jetzt daran zu denken, boah, ich hätte 4 Personen mitnehmen oder sonst was. Hoppala, jetzt aber, ist aber echt schnier. Das wäre nicht vorstellbar gewesen. Deswegen, ich bin total zufrieden, Leute. Glaubt es oder glaubt es nicht, aber mir reicht das völlig. Ne? Mit 2 Personen, mit dieser Kiste hier, die ist bezahlt, die ist bezahlbar. Damit kannst du mal voll tanken, ohne hier einen Herzinfarkt zu kriegen, ne? An der Zapfsäule. Das passt, Leute. Ich darf sogar in Kontrollzonen reinfliegen, wie gerade eben. Hallo, wir sind bei Waldsee gestartet, nach 30 Minuten waren wir in Stuttgart.
mussten da durch die Kontrollzone rein, haben einen Low Approach gemacht, ne, wo normal nur die Big Boys spielen. Das geht auch alles. Ne? Überhaupt kein Thema. Also ich darf auf 2.000, 3.000 Meter lang Pisten landen. Ich kann aber auch auf 300 Meter lang kurzen Graspisten mich austoben. Ne? Alles kein Problem. Ja, und ich kann mit 12, 14 Liter pro Stunde, kann ich mit 140, 150 durch die Gegend cruisen, ne? Und bin eigentlich total happy damit. Ne? Ich muss nicht Deutschland in 2 Stunden durchqueren können. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, überhaupt nicht mein Anspruch. Ne? Von dem her, das, was ich hier habe, völlig ausreichend für mich, für meine Bedürfnisse, für meine Belange. Absolut spitze. Wie ich im letzten Video schon mal erwähnt habe, ich habe euch im letzten Video die ganzen Kosten aufgelistet und bin mal so das Ganze durchgegangen, wenn ich jetzt eine Echo-Maschine hätte und allein die Anschaffung von so einem Hobel, da bin ich bei Faktor 4 oder 5 im Vergleich zu meiner Maschine, wenn man so den gleichen gebrauchten Zustand nimmt, Faktor 4 oder 5, ne? Also ich könnte 4 C42 oder 5 C42 dafür kaufen und in der Wartung und im Unterhalt bin ich auch mindestens bei Faktor 3, ne? Und wir haben mal gelernt, es waren um die 600 Öcken im Monat, so roundabout, was man damit rechnen muss. Das heißt, da bist du bei knapp 2000 Euro, 1800 um den Dreh, was dich eine eigene Echo-Maschine im Monat kosten würde, eben bei der Anzahl der Flugstunden, die ich fliege. Und das ist ja utopisch, das ist ja, also das kannst du mit normaler Arbeit ja auch gar nicht mehr machen. Und wie gesagt, so Verein und so, da redet man jetzt nicht drüber und chartern, kommt für mich nicht in Frage. Gibt es diverse Gründe, aber da gehen wir heute nicht drauf ein. Das heißt, hier geht es nur um das wirklich um Eigentum. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich würde meine T42 und meine Sportpilotenlizenz niemals gegen einen PPL-Schein eintauschen. Ist einfach so. Ich bin mega happy damit. Ich habe es noch keine einzige Sekunde bereut. Und wenn wir cruisen hier durch die Gegend, ich, was will man mehr? Wir sind zu zweit. Ne? Also wenn jetzt noch jemand mal fragt, warum wir uns keine 460er-Maschine gekauft haben, den werde ich dann in Zukunft auf das Video hier hinleiten, weil es macht für mich persönlich keinen Sinn. Das ist ja kein allgemeiner Reitschlag für die Welt. PPL ist geil, ich habe euch am Anfang die Nachteile der Sportpilotenlizenz aufgelistet, was dann im Umkehrschluss natürlich die Vorteile sind von Lappel oder PPL. Das ist geil, gar keine Frage, aber nicht für mich, nicht für dem, für was ich gerne fliegen möchte und womit ich meine Freizeit, mein Hobby mit verbringen möchte. Also ich denke, das Thema haben wir jetzt offiziell abgeschlossen, da kommt ein Stempel drauf und das Thema ist durch. Und guck, was wir heute für einen geilen Ausflug wieder gemacht haben. Einfach mal so schnack, zack, von der Aero schnell hier her. Bad Waldsee Flieger rein, Stuttgart hin und zurück. War mal jetzt eine Stunde 15 vielleicht in der Luft. Ja, cool, oder? Ja, und im Endeffekt, man muss es ja auf den Punkt bringen. Es ist auch eine Frage des Geldes, klar. Wenn mir Geld aus dem Hintern wächst und ich mir darüber keine Gedanken machen muss, ja, natürlich würde ich dann irgendeine viersitzige, sonst was auch immer, Zirrus oder so fliegen. Ne? Das ist ja gar kein Thema. Ich muss mich ja auch nicht rechtfertigen auf dem Parkplatz vom Aldi, warum ich kein Porsche fahre, sondern einen ollen Seat. Ne, da fragt mich ja auch keiner, warum hast du nicht ein vernünftiges Auto gekauft? Ne? Das ist komischerweise ist das nur in der Luftfahrt so. Warum haben wir wieder die Frage gestellt bekommen, warum man denn nur die Sportpilotenlizenz macht? Weil du würdest ja auch keinen ansprechen draußen, der Fiat fährt, ne? Warum man sich kein vernünftiges VW kauft. Aber so ist das halt. Ne? Aber ich denke mal, das haben wir heute ganz gut aufgeklärt. Das Ganze noch mit einem schönen Abenteuer für mich verbunden. Was eben auch die Schönheit des Ultraleichtfliegens zeigt. Ne? Und auch was du mit einer C42 machen kannst. Ne? Ich meine, wird oftmals drüber gelächelt, aber ich finde sie geil. So, wir fangen ab. Wir schweben. Upsala. Upsala, das haben wir aber schon schöner gehabt. Das kann ich jetzt aufmachen, die Schranke. Ein bisschen viel Speed. Boah, wir hätten ein bisschen noch, schweben können. So ein kleines bisschen so nochmal so 100 Meter mal schweben können. Ja, liebe Leute, dann haben wir hiermit unsere endgültige Parkposition erreicht und wir bedanken uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Cool, oder? Super. Ja, war schon was Besonderes, war schon geil. Und in dem Fall danke fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Servus und...